Es ist der Zunftbaum, der die Stadt Kindberg weit über die Grenzen der Steiermark als Perle des Mürztales bekannt gemacht hat. Nun, wir schreiben das Jahr 2023. Die Pandemie hat einiges an Aktivitäten vermissen lassen. Umso erfreulicher, dass die Stadtgemeinde Kindberg einiges in Planung hat, wie uns Bürgermeister Sander informierte. In Kindberg tut sich einiges, vor allem wird sehr viel geplant für die Zukunft. Zum einen das neue Feuerwehrgebäude, der Ausbau vom Spielplatz, Fußballplatz für die Jugend und dann natürlich auch der Fußballplatz, der neu gebaut werden muss in Kindberg. In Mürzhofen ist ja schon lange alles fertig für die Jugend, aber die Kampfmannschaft, die so gut spielt, die braucht jetzt auch einen Eigenplatz. Und wir planen auch eine neue Kinderkrippe, also da tut sich recht viel. Aber auch die Wirtschaft kurbelt sich wieder an nach der Pandemiezeit. Freut mich sehr, dass das in Kindberg funktioniert. Wir haben mittlerweile schon 3 Kindermoden- und Accessoires-Geschäfte. Der Neuexot jetzt wird aufgesperrt und sozusagen der wirtschaftliche Pfeil zeigt nach oben. Das freut mich ganz besonders. Und ich wünsche natürlich allen, die da mitwirken, besonders der Werbegemeinschaft und der Biertäuber Weckersdorf, alles Gute. Auch in der Parkplatzbewirtschaftung geht Kindberg neue Wege. Ab sofort besteht in Kindberg die Möglichkeit, per EasyPark-App zu parken und sich ein Parkticket zu holen. Was braucht man dafür? Die neue EasyPark-App. Einfach herunterladen und dann mit dem Handy die Parkdauer einstellen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass man 30 Minuten gratis parkt. Auch dies kann man mit dem App machen. In Kindberg besteht auch die Möglichkeit, dass man gratis 30 Minuten parken kann. Dafür einfach am Automaten auf OK drücken und schon kommt das Ticket heraus. Kindbergs Stadtgärtner Roman Middel und sein Team sorgen dafür, dass es bunt wird in der Stadt. Zahlreiche Auszeichnungen beweisen das. Wir bemühen uns sehr, dass wir es immer schön haben. Kindberg, wir haben des Öfteren schon den Blumenschmuckwettbewerb gewonnen. Und ja, wie man sieht, in Kindberg, da blüht es wieder. Wir haben sehr viele verschiedene Blumen, eben die Wachsblume, da geht es, die Klassiker, aber auch sehr verschieden wie die Buntnessel, Beedance, Ipomea oder auch die Zauberglöckchen. Ganz verschieden, auch eine bunte Palette an Blumen haben wir da. Ja, wir überlegen uns das immer, wie es im Vorjahr war, was war gut, was war nicht so gut gewesen, was ist gut angekommen, was nicht. Und dann machen wir uns da einen Plan und bestellen uns ein paar Blumen und dann setzen wir wieder drauf los. Wir sind insgesamt jetzt zu viert in der Gärtnerei. Ich mit den 3 Damen, heute ist leider eine nicht da. In Kindberg werden aber auch Feste gefeiert. Eines ist schon Tradition. Das Ereignis des Jahres ist sicherlich der Kindberger Kirtag, auf den sich Jung und Alt freut. Besonderer Kirtag ist heuer auch aus dem Grund, weil 100 Jahre Werksgebäude feiert. Das heißt, am Samstag gibt es dann ein Blasmusiktreffen in unserer Stadt. Am Sonntag gibt es dann ein Trachtentreffen, einen Trachtensonntag, weil auch der Trachtenverband 75 Jahre feiert. Und am Freitag fangen wir schon an mit der Topband Matakustik. Am Samstag ist die Topband EBB und am Sonntag spielt die Brotjagermusik. Aber was auch natürlich dazugehört ist, dass bei den Naturfreunden, bei den Wirten extra Musikgruppen noch sind und für die Jugend das Neon-Festival. Der Riesenvergnügungspark fällt auch nicht. Und ein neues Plakat haben wir auch. Wir freuen uns schon. Kommt alle zum Kindberger Kirtag, 7. bis 9. Juli. Auf ein Event freue ich mich als Bürgermeister der Stadtgemeinde Kindberg ganz besonders. Am 5. August kommt Gerd Steinbecker zu uns. Und eine wichtige Mitteilung, es gibt noch Karten. Ich freue mich. Durch die Zusammenarbeit seitens der Stadtgemeinde mit der Wirtschaft, den Klein- und Mittelbetrieben, dem Handel, entstehen wichtige Impulse. Ein Beispiel ist Julia Wendner. Ihr seid da bei Stritzbert und Fridolin. Herzlich willkommen. Ich bin ein Handmade-Label-Shop. Ich produziere hochwertige und innovative Baby-, Kleinkinder- und Mami-Accessoires. Alles in höchster Bio-Qualität, von mir selbst genäht. Und ja, unter anderem könnt ihr bei mir zum Beispiel solche mitwachsenden Badeponchos erwerben. Die sind mitwachsend über mindestens 2 Kleidergrößen und sind der perfekte Sommerbegleiter. Ein weiteres Lieblingsaccessoire zum Beispiel ist die Windeltasche oder die Mutter-Kind-Passhülle. Und dazu passend habe ich natürlich für euch auch eine waschbare Wickelunterlage.
Für Koordination und wirksames Marketing sorgt die Werbegemeinschaft. Zwischen den Unternehmerinnen und Unternehmern in Kindberg ist ein unglaublich starker Zusammenhalt. Das merkt man auch an dem großen Branchenmix, an der Gemeinschaft, die herrscht, an den Aktionen, die immer wieder stattfinden. Ebenso ist der Kindberger Gutschein nach wie vor ein ideales Geschenk und floriert und erreicht höchste Verkaufszahlen. Aber nicht nur der Zusammenhalt zwischen den Unternehmern in Kindberg ist großartig, sondern auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist wirklich toll. Und umso mehr freut es uns, dass wir Ihnen nach wie vor anbieten können, die halbe Stunde gratis parken und Easy Park für ein noch besseres Einkaufserlebnis für Sie hier in Kindberg. So bekommt man den Eindruck, Kindberg ist einfach lebenswert. Man kennt sich, man grüßt sich und man trifft sich. Ist ja cool, oder?